Ich bin der Flamur Schala von der Firma Focus Strategie GmbH, der Grendelstraße 19 bzw. Grendel 19 6004 Luzern und gebe online Matheunterricht. Wir haben den Freitag, den 2. August, den 27. August 2021 und sind mit Aufgabe 14a-2. Also die zweite Teilaufgabe, beziehungsweise ich habe Null erzählen, das ist so eine. Es hat sich irgendwie zu einer Gewohnheit gemacht, dass wir bei Null erzählen, für den Fall, dass wir eben. Beziehungsweise jetzt hier bei dieser Mathe-Aufgabe ist es halt so, dass ich zum Teil während dem Lösen merke, das kann man oder das sollte man sogar in Teilaufgaben lösen. Und dann wollte ich nicht jedes Mal das im Vornherein überlegen, sondern ich fange an, löse das, wie wenn das ein Privatunterricht wäre. Ja. Und dann im Verlauf des Aufgabenlösen merke ich dann, ja, das kann man vielleicht. Dass es vielleicht sinnvoller ist, das in verschiedene Teilaufgaben zu unterteilen. Und darum, also, das ist eigentlich das dritte Video im Zusammenhang mit der Aufgabe 14a. Da steht aber das 2. Also, man kann und ich finde, man darf bei 0 erzählen. 0, 1, 2, ja, das sind 3. So, jetzt haben wir hier. Die Figur, der Turm, liegt das mal, ja, der liegt so auf die Seite runter. Da hinten geht es um 2 nach hinten. Da geht es ganz normal rüber. Da müssen wir jetzt aufpassen, da haben wir nämlich einen Schnitt, weil es da um 1 nach oben geht. Das ist hier unsere Figur. Jetzt stellt sich die Frage. Ist das das 1 oder das 2? Mein Vorschlag ist, wir stellen mal den Turm auf. Entweder kippt man das um die Richtung hier oder man kippt es eben um die Richtung hier hin, also das hier nach oben. Das ist zweite Rangung. Ja. In dem Fall haben wir hier eine, die Ausstülpung. Und wir haben hier auf die Höhe 3. Die Höhe 3, also wenn wir jetzt das hier so kippen, und dann schaut es hier hinten raus. So, das sieht dann so aus. Und jetzt ist die Frage, ist das das gleiche wie das 1 oder das 2? Wir drehen die Figur um 90 Grad. Hier nach vorne, also diesen Teil hier vorne drehen und diesen Teil. Ja, dann haben wir da vorne die Ausstülpung da vorne. Da geht es so nach oben. Und das hier oben, das dreht sich auch um 90 Grad, nicht mehr 180, nur 90 Grad. Das heisst ein Viertel, also wenn man es von oben anschaut, dann drehen wir uns nur um so viel. Ja, also wenn man das dann von oben sieht, dann ist die Figur da oben. Da mit dieser Mitte. Jetzt dreht sich das hier so über und wir haben noch diese Figur hier. Ja, das ist 90 Grad Dreieck. So, das heisst, hier da schaut es auf diese Seite raus. Und jetzt vergleichen wir das oben mit der Figur und merken, das ist Eis. Figur 1, ja, die Figur hier. Das ist ja die Aufgabenstelle, ja, herauszufinden, welcher Figur das oben ähnelt. Also ja. Gut.